euch ganz herzlich zu eurem Engel-Orakel der Woche. Und bevor ich reingehe ins Wochenorakel, wollte ich ganz kurz, wirklich nur sehr kurz, was zur vergangenen Woche sagen. Und zwar weiß ich nicht, wie es euch so ergangen ist, aber ich fand die Energien zum Teil sehr heftig in der letzten Woche. Ich habe am Mittwoch ganz schön zu kämpfen gehabt. Ich war, glaube ich, um 11 Uhr morgens so müde, dass ich mich hätte wieder hinlegen können. Also ging nicht wirklich viel, wollte aber ein bisschen was arbeiten und was tun und habe das dann irgendwie hingekriegt, aber es ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Ich weiß nicht, wie es euch so ging. Ich habe in meinem Umfeld mitbekommen, dass andere das auch hatten, manchmal auch an anderen Tagen. Also am nächsten Tag waren einige, die sehr, sehr müde waren und ein bisschen Kreislaufprobleme auch hatten und so. Also ich weiß nicht, wie es so ist, aber es wirkt sich halt immer mal wieder aus. Also wundert euch nicht, wenn ihr einfach euch mal einen Tag lang nicht so gut fühlt und wenn es irgendwie möglich ist, gönnt euch Ruhe, es geht vielleicht am nächsten oder übernächsten Tag spätestens wieder besser. Also kümmert euch sehr, sehr gut im Moment um euch, dass ihr gut genährt seid, dass ihr also euch selber auftankt, Ruhe gönnt. Ich habe das Gefühl, dass wir gerade im Moment vielleicht Kraft schöpfen vor dem Portal, was ja bevorsteht. Also es gab ja Hinweise auch auf ein Zwillingsflammenportal, was in den nächsten Tagen sich öffnen soll. Mag sein, dass das in den nächsten Tagen schon so ist. Mit den Zeitaufgaben, Angaben bei der geistigen Welt bin ich immer vorsichtig. Aber es könnte auch das Portal gemeint sein, was am 20. März ja mit dem Äquinox, der Tag-Nacht-Gleiche, beginnen wird. Und wie ich schon sagte, bis zur Sommersonnenwende am 21.06. anhalten wird. Also das ist ja nicht mehr lange, nur noch 3 Wochen. Und ich denke mal, dass es sein kann, dass einfach ja schon vieles drauf hinausläuft und wir vielleicht jetzt auch noch besonders viel Ruhe brauchen und Transformationsprozesse auch körperlich haben, die uns auf das auch vorbereiten, was da dann an Weiterem kommt. Also da nehmt das einfach auch liebevoll zur Kenntnis, wie es euch geht und sorgt auch dafür, dass ihr genug Ruhe habt und Zeit für euch. Ja, fangen wir mit dem Wochenorakel an. Hier liegen wir die Karten für die Woche und hier dann die unten die einzelnen Karten, die nochmal Hilfestellung geben, quasi in der Interpretation zu den anderen Karten. Die erste Karte für die kommende Woche bezieht sich auf die Familie. Diese Situation hat ihre Wurzeln in einem emotionalen Erlebnis mit einem Familienmitglied. Und wir können dir helfen, die Ursachen zu verstehen und zu heilen. Umgib dich selbst, die betreffende Person und das Erlebnis in deinem Herzen und in deiner Seele mit besänftigendem blauen Licht und vielen Engeln. Sei offen für die Geschenke, die diese Situation bereithält und erlaube dir selbst, Frieden zu empfinden. Also in der kommenden Woche dreht sich sehr viel um das Thema Familie, um unser Verhältnis in der Familie zu den Eltern, zu den Geschwistern, Kindern, Enkelkindern, was auch immer. Also es geht darum, nochmal die Familienverbindung anzuschauen, zu schauen, ist da alles gesund, ist da alles in Ordnung, ist alles geklärt, ja, bedarf noch etwas der Klärung, ja, und wenn, dann sollten wir das unbedingt anpacken, weil wir einfach, scheinbar kommen da jetzt auch Themen nochmal hoch, also es kann auch sein, durch die Energien werden auch Themen nochmal hochgespült, ja, und gerade, wir operieren zwar auch viel in früheren Leben, aber gerade auch in diesem Leben nochmal die Dinge zu klären, nochmal den anderen abzuholen, zu hören, wie geht's dir denn eigentlich wirklich? Wo stehst du denn? Oder auch selber mal zu erklären, wo stehe ich denn eigentlich gerade? Was passiert denn in meinem Leben? Kriegt ihr das überhaupt mit? Ist euch das klar? Ja. Und ich gehe heute mal anders vor, weil ich es halt so passend finde. Und nehme einfach direkt die Bezugskarte dazu. Und hier habe ich das Erzengel-Tarot in englischer Sprache. Und das sagt, Weisheit und Objektivität sind jetzt wichtig. Bleib in deiner Integrität. Eine Situation, die dich auffordert, ehrlich und offen zu kommunizieren. Eine sehr passende Karte, also hier König Michael oder die Königskarte von Michael, Erzengel Michael, die für die Kommunikation steht, ganz klar. Also es geht hier um Kommunikation in der Familie, darum, weise, aber auch objektiv zu sein und nicht zu subjektiv. Ja, und auch aber auch integer zu bleiben, zu sich selbst zu stehen, zu sagen, dafür stehe ich, das bin ich, so geht es mir jetzt einfach. Respektiert das oder nehmt es wahr oder versetzt euch mal in meine Lage, was auch immer jetzt nötig ist. Ja, also seid ehrlich und offen. Das ist jetzt wichtig hier. Anfang der Woche geht es gleich los damit, denke ich. Die Engel sagen auch, in dem Zusammenhang ist es wichtig, auch zuzuhören. Sich selbst Gehör zu verschaffen einerseits, aber auch zuzuhören. Höre hin. Bringe deinen Geist zur Ruhe, geliebtes Wesen, und lausche auf unsere sanfte Versicherung, dass für alles gesorgt ist.
Bleib innerlich ruhig und empfänglich, ohne dir Sorgen zu machen, auf welche Weise sich dein Wunsch manifestieren wird. Ein ruhiger Geist und ein entspannter Körper helfen dir, uns leicht und klar zu hören. Das ist unsere Bitte an dich. Höre hin. Also höre auf die Menschen aus deinem Umfeld. Vielleicht haben sie eine Botschaft für dich. Vielleicht bekommst du eine Botschaft aus der geistigen Welt, dass sie dich vielleicht bei einem Gespräch unterstützt, dass du spontan die richtigen Worte sagst, weil du einfach ja, dir erlaubst, auf deine innere Stimme zu hören, aus deinem Herzen zu sprechen. Also höre auch auf dein Herz, ne? Weil aus deiner Intuition spricht ja auch die Stimme aus der geistigen Welt, aus deiner Verbindung, deinem höheren Selbst. Also es ist wichtig, nach innen zu gehen, hinzuhorchen und wirklich aus dem Herzen zu sprechen, weil dadurch sich einiges wirklich jetzt klären kann. Und zwar so weit, dass wir hier sogar von Frieden reden können. Lass die Vergangenheit los. Es kommt eine schönere Zukunft jetzt auf dich zu, also lass los und geh mit Gott quasi. Also es geht hier auch darum, vielleicht alte Querelen loszulassen, alte auch Beziehungsgefüge in Familien. Oftmals sind ja auch Dinge in der Familie, also wer wie wo welche Position hat und Rolle, sehr festgestanzt. Und vielleicht geht es darum, das nochmal zu klären und auch aufzulösen und die Dinge mal wieder zurechtzurücken. Aber auf eine friedvolle Art und Weise, auf eine liebevolle Art und Weise, die allen irgendwie weiterhilft und einfach Blockaden löst. Und das ist wunderschön hier die Botschaft, das kann eben in den Frieden führen, dahin, dass man eben Verletzungen aus früheren Tagen einfach loslässt und sagt, okay, ich lasse das jetzt auch gehen. Also im schlimmsten Fall, wenn es sehr, sehr heftig ist, hilft hier auch Vergebung nochmal, auch vielleicht mal dem anderen zu sagen, ich verzeihe dir, was damals gewesen ist. Lass es uns gut sein, ja? Ja, und dir auch eine sehr schöne Karte ist diese hier, kontinuierlicher Fortschritt. Ja, höre hin, höre auch hin, was die Familienmitglieder dir sagen, was sie von sich erzählen und berichten. Und vielleicht stellst du fest, dass sich da einiges entwickelt hat, dass nicht nur du selber vielleicht spirituelle Fortschritte gemacht hast, sondern auch die Menschen, die zu deiner Familie gehören. Wir zollen die Anerkennung für deine fortwährenden erfolgreichen Bemühungen, deine täglichen Aktivitäten mit Liebe zu erfüllen. Wir sehen deutlich die Beiträge, mit denen du die Welt durch Gedanken, Gefühle und dein liebevolles Handeln bereicherst. Also es geht darum auch zu sehen, ja, was tue ich, was bringe ich ein in die Welt, wo bringe ich das Licht zu den Menschen, aber auch, was tun andere schon, ja, was tun andere, was mir vielleicht gar nicht bewusst war. Oder wie kommt jetzt auch in unsere Familie mehr Licht? Wer engagiert sich hier wirklich für eine gute Sache und es wird vielleicht gar nicht so wahrgenommen? Was auch immer es ist, aber respektiere deinen Fortschritt in deiner Entwicklung, aber auch den Fortschritt der anderen. Und offenbar ist hier auch Fortschritt möglich, ja, vielleicht durch diese Friedensgeschichte, durch die offene Kommunikation, durch das Hinhören, das Sprechen vom Herzen, kann auch ein Fortschritt für alle erreicht werden. Ja, also eine sehr schöne Aussicht hier. Und sehr interessant ist offenbar auch, dass diese Fortschritte auch euer Liebesleben begünstigen können. Eins darf man ja nicht vergessen, dass das Familienleben, gerade auch das Verhältnis zu den Eltern, eine große Rolle spielt, auch für das eigene Liebesleben. Wie die, ja, die Beziehung zu den Eltern wahrgenommen wird, gelebt wird, das hat einen Einfluss darauf, wie man seine eigenen Beziehungen, Liebesbeziehungen lebt. Auch das könnte hier ein Hinweis sein, dass sich dadurch einiges löst und klärt. Das ist die Karte der Liebenden aus dem Tarot. Triff Entscheidungen aus deinem Herzen, tiefe emotionale Zugeständnisse, die Kraft der Liebe. Ja, also es geht darum, im Herzen zu entscheiden und auch zu schauen, wie wirkt sich das auf euer eigenes Liebesleben aus. Klären sich vielleicht jetzt Dinge, die immer wieder auch ja, Muster in euren Beziehungen aufgeworfen haben, die ihr leid seid, die ihr nicht mehr haben wolltet, die einfach euch nicht weiterbringen. Also es scheint sich in der Woche wirklich was zu lösen, was euch weiterbringt in vielerlei Hinsicht. Einmal in den Familienbeziehungen, aber auch in euren Liebesbeziehungen. Das ist doch eine wunderschöne Sache. Also ich hoffe, das hilft euch weiter auf eurem Weg in der kommenden Woche. Ich wünsche euch viel Erfolg und viel auch Einfühlungsvermögen für die Menschen in eurem Umfeld, für eure Familienmitglieder und möge sich alles in Frieden weiterentwickeln für euch und eure Familien. Ich sag bis bald, macht's gut, schicke euch Licht und Liebe aus meinem Herzen. Ciao!